Unsere Jukebox läuft wie geschmiert und wir schmeißen noch eine Münze rein und machen uns bereit für den nächsten Auftritt, denn der kommt von Aykut. Ich würde mich freuen, wenn es ein türkischer Song wäre. Aykut ist ein türkischer Name. Oh, jetzt singt der Tarkan. Oh ja, das wäre geil. Das würde ich abfeiern, das sage ich dir. Das ist Punjabi MC. Achso, nee. Was war das? Warte mal. Ja, hallo, ich bin Aykut, bin 26 Jahre alt, komme aus Krefeld, bin Sozialarbeiter und unter dem Künstlernamen Rudy Chopper bekannt. So wie der da gerade rausgeschwebt ist, glaube ich, dass er nicht in dem Dress zurückkommt, in dem er gegangen ist. Oh. Als Aykut bin ich sehr sensibel, sehr ruhig, entspannt und ausgeglichen, ein Ticken harmoniebedürftig. Und als Rudy Chopper bin ich unabhängig, wild, dynamisch, abenteuerlustig und ich glaube, wild ist eine gute Beschreibung. Welche musikalische Richtung? Grundbaustein ist Pop. Und dann habe ich Einflüsse durch Hip-Hop, durch Rock, durch 80s, durch Jazz ein bisschen. Aber gerade das ist das, was das so aufregend macht. Das ist nicht kategorisierbar und im Grunde ist es das, was das ganze Konzept auch ein bisschen verwirklichen lässt. Das wird was Souliges, kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich auf der Bühne stehe, da geht einiges, etwas Wildes kommt in mir zum Vorschein und so entsteht Rudy Chopper. Ich kann es nicht beschreiben. Ich hätte gedacht, er singt jetzt so einen schnulzigen, ja? Also so einen Ed Sheeran oder sowas, ja. Wobei, der könnte auch Tänzer sein irgendwie. Ich habe das mit ihm schon gesehen, der hat so Tanzschuhe an. Oh. Oh, was hat er denn an jetzt? Was ist das? Das habe ich gar nicht erwartet. Was habe ich gesagt? Das ist der Outfit, wow! Boah, Techno vielleicht, oder? Oh, wäre das geil, mal ein bisschen, wow. Techno, Elektro, bitte. Oh, bitte halte ein, was du jetzt in mir an Erwartungen erweckst, bitte. Kann der da durch den gucken? Oder ist der, oder sieht der uns gar nicht? Hallo zusammen, schön euch alle zu sehen. Zieht euch warm an. Ich bin Rudy Chopper und es ist Zeit für ein bisschen Chopper-Action. Auf geht's. Für Mr. DJs haben wir eine Replay. Yo, the car for me, that's so one dance and more. It goes one by one, even two by two. Rudy Chopper, a.k.a. Aykut.
Das war sehr speziell. Das war eine sehr außergewöhnliche Interpretation dieses Songs. Wir gucken erstmal, wie viele für dich aufgestanden sind. Aykut, das sind 40 Stimmen. Was bedeutet, dass es leider nicht gereicht hat auf einen der Top-3-Plätze. Aber ich glaube, dieser Moment und diese Performance bleibt im Kopf und wird erstmal so schnell nicht verschwinden. Vielen Dank, Gottein. Maria? Ja, ja, hier. Also, ich bin verwirrt, muss ich sagen. Ich habe dich gesehen, du saßt da hinten und ich dachte so, ich glaube, der ist krass. Und dann hast du dich umgezogen und ich denke, oh mein Gott, jetzt kommt Prince. Dann kommt Pon de Replay und ich war so, ich liebe den Song. Aber ich habe deine Stimme nicht gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt. Vielen Dank, dass du da warst. Und sorry, dass ich nicht gedrückt habe. Aber du bist ein Star. Also, du siehst wie ein Star aus, du kannst tanzen. Ich hab's einfach nicht gecheckt. I'm sorry. Gloria, du hast es gecheckt. Ich weiß nicht, ob ich gecheckt habe, aber Aykut Perle, du hast eine ganz schön große Klappe. Und ja, ich war am Anfang, also habe ich gedacht, ich bin ja immer für mehr als mehr. Zu viel kann es aber auch sein. Also ich war am Schwanken, hin und her. Ich saß hier und war ein bisschen unentschlossen. Ich finde aber, du hast es geil serviert und letztendlich bin ich hier, um entweder entertained zu werden, da muss das Gesamtpaket stimmen, oder ich finde, da ist Talent oder sonst was und ich bin entertained worden von dir. Ja, hat mir gefallen. Das Gesamtpaket, dafür konnte ich aufstehen. Lieber Aykut, vielen, vielen Dank für diesen Moment und für diesen Auftritt. Das hat leider nicht ganz gereicht für die Top 3, aber danke, dass du da warst. Rudy Chopper! Ich weiß nicht, ob der Typ wirklich singen kann, aber ich kann mich auf jeden Fall an ihn erinnern.